Hotkeys bestimmt, oder? Das ist bei Hotkeys. Ja, bei Hotkeys ist das. Pause. Fast Forward ist Nummer 3. Ach so, ja, okay. Oder? Ja, das ist Fast Forward. Ey, das ist ja mega scheiße. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wir können nichts machen. Wir müssen die ROM nochmal starten. Dann auch den hier gehen. Oh Mann, unser Emulator ist jetzt voll im Eimer, ne? Weil unser Spielstand jetzt hier gespeichert ist. Oder ich mache folgendes. Eine radikale Variante, dass ich nämlich einfach meinen einen Cheat benutze, um durch die Wand zu gehen. Da komme ich nämlich wieder raus. Das wäre nämlich auch eine Möglichkeit. Ich möchte nicht cheaten, aber das ist halt ein Notfall-Cheat, ne? So. Unser Spielstand ist immer noch da. Der soll verdammt nochmal weg. Der müsste auch weggehen, wenn ich jetzt das eigentlich drücke, ne? Oben, Select und B. Ja, da ist es. Oh, ich habe auf Nein gedrückt. Man muss es einfach nur länger drücken, glaube ich. A, Select und B. Ja, jetzt geht's auf einmal. Ja, ich mache mal kurz vorsichtig auf Ja. Ja. Ich hab einen Emulator-Spielstand. Ich kann das auch löschen. Ist kein Problem. Ja, meine Fresse. Der Spielstand ist eh nichts mehr wert. Also komm daher. Ja. Dann mach. Ich mach mal auf Fast Forward. Damit es schneller geht. Alle Daten werden gelöscht. Geht aber eh nicht schneller, weil es ja auch im Real Life ist. Eine Real Life Analyse hier. Denn das Löschen kann man nicht vorspulen. Das geht nicht. Glaube ich jedenfalls. So, dann können wir gleich mal unseren Spielstand wieder. Dann können wir unseren Emulator-Spielstand, glaube ich, auch speichern. Ich weiß es nicht. Und wenn wir jetzt auf den Spielstand gehen, wenn wir jetzt den öffnen. Ich mach mal kurz. Das ist so mega unprofessionell, aber ich habe gerade echt gar keinen Bock, dass wir jetzt unser Let's Play damit versauen. Okay, und wenn wir jetzt. Boah, vorsichtig. Wenn wir es jetzt verkacken, ne? Dann rege ich mich auf. Ja klar, dass es nicht geht, weiß ich. Kann ich jetzt hier speichern und meinen Spielstand hier auf die ROM schreiben oder geht das nicht? Ey, ich krieg zu viel. Ich krieg echt zu viel jetzt, ne? Verdammt nochmal. Verdammte Scheiße, ist das ein Rotz, ey. Ich bin richtig angepisst von dieser blöden Pokéwood-Scheiße, dass wir nicht mehr speichern können. Ich muss wohl oder über den Cheat benutzen, um hier rauszukommen. Ich muss einen Cheat benutzen. Ich komme sonst hier nicht mehr raus. Wobei, wir kommen hier sowieso nicht mehr raus. Weil das ein abgeschlossenes Gebäude ist. Wir kommen hier nicht mehr raus. Scheiße, ey, das ist. Wieso nur? Mann, unser Spielstand ist voll im Arsch. Aber es gibt keinen Spielstand. Wir haben keinen Spielstand gemacht. Ah, was mache ich denn jetzt? Ich meine, wie komme ich jetzt hier raus? Ich weiß es halt nicht, ne? Ich kann mein Spiel nicht speichern jetzt. Shit. Puh. Ich kann nicht speichern. Ich hör's aber nochmal. Komm. Ey, ich kann eh nichts mehr machen. Die Aufnahme ist in 12 Minuten vorbei. Ich kann nichts mehr machen. Scheiße. Boah, ist das ein Rotz. Das ist unglaublich. Das ist nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr, aber ich möchte den Spielstand bitte nicht hier speichern, sondern auf der ROM. Weil es sicherer ist als diese normale Variante. Komm schon. So, wir haben jetzt keinen Spielstand. Da ist kein Spielstand. Wie kann man denn behaupten, wie kann das Spiel behaupten, dass wir einen aktuellen Spielstand haben, wenn da keiner ist? Boah, was für ein Rotz reingeschehen. Da, da, da. Drahtlos erhalten. Da, 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 da. Ich mache mal aus Fun einfach mal eine Nintendo Wi-Fi Connection. Geht aber gar nicht. Natürlich kein Access Point dabei. Wir haben auch kein WLAN überhaupt nicht. Nein. Deswegen ist mein PC auch verbunden mit dem WLAN, weil es keins gibt. Ey, Mann, ich habe noch 11 Minuten Zeit. Das kann ich nichts mehr machen in der Aufnahme. Ich kann jetzt nur noch einfach mich aufregen die ganze Zeit und versuchen, durch einen Cheat hier rauszukommen. Tut mir wirklich unglaublich leid, dass ich das machen muss, aber ich muss es tun. Ich habe keine Möglichkeit mehr. Ich kann nichts anderes machen. Dieser Spielstand ist da. Das Spiel meint, wir haben einen Spielstand, aber wir haben gar keinen. Mann. Ja. Ja. Yep. Yep. Oh Gott, ja, Mann. Wir kommen nicht mehr im Spiel weiter. Das ist richtig scheiße. Wir kommen nicht mehr weiter.
Ey, jetzt sitzen wir in der Klemme und können nicht weitergehen. Fast forward. Nee, mach ich mal nicht. Ja, das regt mich jetzt echt verdammt nochmal auf. Ich habe echt keine Lust mehr, dass wir da nicht weiterkommen. Das wäre ja wirklich richtig asozial, wenn wir jetzt nicht weiterkommen. Ich würde ausrasten. Ich raste jetzt schon fast aus, weil mich das mega aufregt, dass wir nicht weiterkommen. Oh nee, und wir haben noch 10 Minuten, die wir jetzt einfach verschwenden müssen mit so einer Kacke. Das ist doch unglaublich, ne? Ich kann natürlich auch nochmal live versuchen, einen Cheat zu suchen hier. Ich kann nämlich jetzt nochmal live eben versuchen, einen Cheat zu finden. Das kann ich gerne machen. Habe ich gar kein Problem. So. Gibt's ja, es gibt tausende Cheats. Ich muss mal einen Wallhack anmachen, damit das geht. Ich hoffe, es geht mit dem Wallhack, dass man hier durchkommt. Ich weiß es nicht. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich das hier machen muss. Einen Cheat einzusetzen. Aber es ist halt wirklich für einen Notfall. Das merkt ihr auch gerade hier. Denn ohne den kommen wir nicht mehr raus. Weil, also das sieht mir jetzt ziemlich danach aus hier. Der lässt uns nicht durch, der Scheißtyp. Nein, ich möchte nicht. Oh nein, wir können nicht speichern. Wir können nie im Spiel speichern. Das heißt, wir können auch keine Duellturm und sowas Kämpfe machen. Das können wir gar nicht machen hier, weil wir nicht speichern können. Das ist ja mega kacke jetzt, ne? Eventuell kann ich aber auch. Hey, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir können unseren Spielstand von dem Emulator in die ROM einpflanzen. Das kann man machen. Das mache ich gleich auch sogar. Ich mache es für euch live wahrscheinlich sogar. Damit ihr mal seht, wie sowas funktioniert. Ich mache es einfach mal so. Und save hier mal meinen Spielstand wieder. Save State as. So, das ist der 25.05. heute. Save. Und jetzt werde ich euch live zeigen. Ich gucke mal kurz auf dem Desktop nach, ob da überhaupt alles. Ob da alles zensierenswürdig ist oder nicht. Ich muss aber, glaube ich, hier nichts zensieren auf dem Desktop. Ich weiß nicht, sonst mache ich einfach einen Effekt drüber, dass es zensiert wird. Ey, das regt mich so auf. Ich habe jetzt 9 Minuten, um die ROM auszuwechseln. Da muss ich meinen Emulator aber schließen für, sonst geht das nicht. Ja. Ich würde mal sagen, das ist okay. Wir haben gespeichert, wir müssen nichts machen. So, Leute, wir nehmen jetzt gerade noch auf. Hoffe ich mal. Oh, ich habe Skype geöffnet. Das muss ich dringend zensieren. Dringend zensieren, dass nämlich alle Kontakte sind da. Und darf auch nicht angeschrieben werden. Es ist mega komisch, dass ich in einer Let's Play-Aufnahme auf meinem Desktop bin. Das ist so ungewohnt. Ich kann jetzt natürlich meine ROM auswechseln. Das mache ich nämlich folgendermaßen. Ich gehe mal auf meine DS-Spiele. Da habe ich ein paar Spiele hier drin. Da nehme ich mal meine schwarze Edition. Diese ROM hat nämlich einen leeren Spielstand und der muss weg. So, folgendermaßen. Wir werden nämlich jetzt so machen, dass unser Spielstand, glaube ich, ist nämlich in dem Des-Miumi-Ordner drin. So, dort ist nämlich in der. Boah, Alter, ich habe voll Schluck auf schon. In den Cheat ist gar nichts drin, glaube ich. Nee, da ist nichts drin. State. Da müssen wir vielleicht gar nicht cheaten, wenn wir das hier hinbekommen. Und zwar ist nämlich dieser State, der muss nämlich da rein. Das heißt, in diesen State jetzt, den kopiere ich mir auf dem Desktop einfach rauf oder so. Tue ihn mal einfach hier rein. So, und nenne den einfach mal Pokémon Schwarz Dingsens. Einfach irgendwie, keine Ahnung, NDS. Oder das heißt, ach nee, das ist eine NDS-Datei. Den können wir nicht austauschen. Ich faggot. Das geht gar nicht. Mann. Dafür nehme ich aber jetzt zum Beispiel diesen Spielstand hier, den wir eben hatten. Das ist eine DST-Datei. Das geht nicht. Ich versuche mal was. Ich kopiere das auch mal wieder. Hier rein. Und benenne das dann um. Und dann auch dann eine Dateiendung. Und zwar nenne ich das Teil einfach .nds. Dürfte jetzt nicht mehr funktionieren. Ich weiß es nicht. Aber wenn das funktioniert, wäre ich halt mega glücklich. Das heißt, wir nehmen jetzt das hier raus und dann nehme ich jetzt diesen Spielstand hier und tue ihn da rein. Müsste eigentlich theoretisch nicht funktionieren, ich weiß es nicht, aber ich pack's einfach mal rein und tue dann den hier raus. Ja, Punkt NDS. Jetzt müsste es natürlich, wenn es jetzt klappt, wäre ich mega aufgeregt und mega froh darüber, weil das echt verdammt geil wäre. Da starten, da. Es ist so unprofessionell, was ich hier gerade mache. Ihr seht einfach meinen ganzen Desktop, ihr seht, wie ich das hier auswechsle, aber ich muss es euch mal auch mal zeigen, damit ihr auch wisst, wie es sich so offscreen manchmal machen muss. Habe ich zwar noch nie gemacht, das, was ich eben gerade gemacht habe, aber man kann es manchmal auch machen. Und wenn ich jetzt hier drin den State habe, wäre ich mega glücklich. Ist ja mega geil. Wenn ich jetzt hier drinne meinen Spielstand hätte. Müsste aber eigentlich gar nicht gehen, ich weiß es nicht. Weil das andere war halt eine DST-Datei, keine NDS-Datei. Nee, geht nicht. Hat nicht funktioniert. Fuck. Ja. Wir können nur neues Spiel starten und sonst nichts. Ich würde mal sagen, entweder wir kommen jetzt raus oder das Let's Play ist zu Ende. Das ist nämlich jetzt die Frage.
Ah, Mann, wenn wir jetzt die ROM openen. Also, es hat nicht funktioniert, das geht nicht. Leider nicht. Ach du Scheiße, wir sind echt mega am Arsch jetzt. Das ist richtig scheiße. Load State From. Oh, ist das beschissen. Mann, was sollen wir tun? Wir können nicht speichern, da ist ein Spielstand. Ja. Wir haben es geschafft, wir sind am Arsch. Fuck it. Ja. Ich kann nichts mehr machen, ich muss jetzt einen Cheat suchen. Tut mir leid, aber ich muss einen Cheat suchen. Ich weiß nicht mal, wie man einen Cheat einfügt hier. Ich habe gar keine Ahnung, weil ich nicht cheate normalerweise. List. Haben wir noch nichts? Cheat Space. Okay, da muss ich mir das zensieren. Vielen Dank. Scheiße. Open ROM. Nee, da, wo waren die Cheats? Hier waren die, glaube ich, ne? Ey, ich werde für die Folge mega den Hate bekommen. Ihr werdet alle disliken, glaube ich, aber kann ich euch nicht verübeln dafür, weil ich so eine Scheiße gebaut habe hier. List. Search. Ist mir scheißegal. Ich will einfach nur einen Cheat haben. Search, search, search. Weiß ich noch nicht, was für eine Number of Value, Range Value. Ich weiß nicht. Ich gehe mal 255 ein und suche dann. Aha. Aha. Ja, aber was für ein Cheat ist das denn immer? Ich weiß es halt nicht, ne? Aha. Ich weiß nicht, was für ein Cheat das ist. Ich habe keine Ahnung. Add, keine Ahnung. Ist es mir auch sowas von egal. Number of Results, sie haben 107.000 Cheats gefunden. Boah. Ah, oh Gott, Restart und dann, keine Ahnung. Haben wir jetzt irgendwelche Cheats oder nicht? Ich weiß es nicht, ist mir auch vollkommen egal mittlerweile, ey. Ja, was ist das für ein Cheat? Ich weiß es halt nicht mal. Add Cheat Code as Internal oder Action Replay, ne? Und das, da kommen auch richtige Cheats, glaube ich. Ach so, wir können hier einfach Cheats aus dem Internet suchen. Wie geil ist das denn vom Action Replay? Ich weiß es halt nicht. Wenn es geht, dann wäre es mega gut. Ich versuche es einfach mal. Ich gehe einfach mal gleich ins Internet nach der Aufnahme und dann mache ich das, glaube ich. Ich versuche es einfach mal. Turn on Code. Das heißt, wir können hier die Cheats einfügen und ich muss dann, glaube ich, auch einen ja, Cheat einfügen. Ich suche mal die Cheat Space. Ja, geht nicht. Muss ich wieder zensieren. Vielen Dank. Ja. Wir haben verkackt. Wir können nichts machen. Und wir kommen nicht mehr weiter, weil wir nicht hier speichern können. Oh nee, wir haben richtig Kacke gebaut mit diesem Spielstand gerade. Das ist so scheiße. Wir können nicht mehr rein hier. Wir können aus diesem Gebäude nicht mehr rauskommen, egal was wir machen. Aber wenn wir mit dem. Vielleicht können wir durch den Cheat hier rauskommen, indem wir einfach hier den Wallhack benutzen. Ich weiß es halt nicht. Wäre halt schon scheiße, wenn nicht, ne? Ich will echt nicht cheaten. Ich möchte es echt nicht tun, aber wir müssen es tun. Es geht nicht anders. Denn sonst ist das Let's Play gefährdet und wir können nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Ich bin für immer hier drin gefangen, wenn wir nicht raus, wenn wir jetzt nicht rausfinden und den Cheat nicht einfügen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal cheaten im Let's Play. Aber auch nur, weil wir hier im Notfall sind. Das kommt auch nicht wieder vor. Es sei denn, wir haben noch einen Notfall, der ähnlich schlimm ist. Aber im normalen Spielverlauf werde ich nicht einmal cheaten. So ist es, Freunde. Da beende ich lieber das Let's Play, als dass ich jetzt cheate. Aber ich muss jetzt echt, weil das muss ich ja mir nicht gefallen lassen, hier eingesperrt zu sein und dann nicht mehr rauszukommen. Ey, dafür werde ich das Let's Play jetzt nicht beenden, ja? Also, ganz ehrlich. Was ist das eigentlich? Für ein Button. Ach so, habe ich gar nicht. Kann man gar nicht probieren. Ui. Nein. Was für einen Ordner habe ich geöffnet? Ach, den ROM-Ordner hier, ne? Also, wir haben verkackt. Man kann es nicht anders sagen. Wir haben die komplette Aufnahme verkackt, weil das einfach nur Scheiße war, was wir gemacht haben. Wir können nicht mehr hier. Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir können mit dem normalen Spielstand nicht speichern und sind komplett am Arsch. Es sei denn, wir spielen den ganzen Spielstand nochmal nach, aber das möchte ich nicht. Ganz ehrlich, kein Bock. Oh, nö. Das ist so scheiße. Wir haben verkackt. Bleibt nichts anderes übrig, ne? Wir haben den ganzen Spielstand verkackt und können jetzt einfach mal, ja, kacken gehen. Wir haben es verkackt. Da, da, da. Freue mich auch schon sehr darauf, auf eure Kommentare, wie ihr mich hier zu haten werdet. Also, ich meine, es ist echt. Kann ich euch echt nicht übel nehmen, wenn ihr mich jetzt hatet, weil das Ganze. Ich habe echt Scheiße gebaut hier mit dem Pologlamm. Das habe ich echt verdammt nochmal verschissen. Das heißt, wir können nur noch hier rumstehen und nichts mehr machen und muss ich jetzt echt. Boah, es hat doch so gut angefangen. Es hat doch so verdammt gut angefangen, aber nein, wir mussten natürlich Scheiße bauen und danach. Und dadurch haben wir uns die ganze Aufnahme verschossen und müssen jetzt versuchen, offscreen hier rauszukommen. Ey, ich raste aus. Das ist so scheiße. Naja, Leute, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, Entschuldigung, tut mir wirklich leid, aber ich kann es nicht ändern. Also,
bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie gefallen. Und wenn nicht, dann okay. Bleibt da fresh.